So, bei mir geht es jetzt weiter mit Mungobohnen oder Mungbohnen, je nachdem. Und die mache ich ganz einfach im Schnellkochtopf, weil ja heute jetzt wirklich die Reinigungstage anfangen und dafür gibt es jetzt mittags und abends höchstwahrscheinlich, also abends überlege ich mir noch, aber mittags gibt es auf jeden Fall Kichari. Und das ist im Prinzip eine Mischung aus diesen Mungbohnen, Basmati-Reis mit Chi. Da ist Ingwer mit drin, Gewürze mit drin, Kurkuma, Kreuzkümmel, Fenchel und so weiter und so fort. Eine Brühe und Gemüse nach der Saison. Reis habe ich noch von gestern. Und jetzt mache ich das schnell im Schnellkochtopf und köchel zwischendrin das Gemüse und dann wird alles vermischt. Dann geht es weiter mit den Gewürzen. Ich habe da jetzt ganze Fenchelsamen drin. Ja, manche machen das auch gemahlen. Frischen Kurkuma, frischen Ingwer, schwarzer Pfeffer, eine Gewürzmessung, Garam Masala. Ja, den Originalrezepten wird auch Dal Masala empfohlen. Und jetzt wird es so ein bisschen angeröstet und dann kommt das Gemüse dazu. So, da sind jetzt, huch, du siehst nichts, da sind Karotten drin, Rest Paprika, was ich noch habe, Zucchini, Stangen, Sellerie und Brokkoli. Vielleicht noch nachher Spinat oder einfach morgen dann nochmal aufpimpen, den Rest mit Spinat. So, einen guten. So, die Mungbohnen, die sind jetzt fertig. Das Gemüse hier köchelt noch und dann nehme ich mir jetzt quasi noch den restlichen Reis und das wird dann alles miteinander vermischt mit einer Brühe halt hier von dem Gemüse, Petersilie, Koriander, Salz und Zitronensaft und dann ist der Kichari fertig.